So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt am nächsten Ort, und zwar in Chetumal. Ich bin gestern Abend um 10 Uhr abgefahren, heute Morgen um 5 Uhr hier angekommen. Und dann ist etwas Lustiges passiert. Ich habe im Internet gelesen, dass der Bus, den ich jetzt nehmen muss, für den nächsten Ort, dass der da irgendwie 4 Kilometer in diese Richtung ist. Dort bin ich reingelaufen am Morgen. Und dann haben sie mir dann nachher gesagt, ja, nein, das sei früher so gewesen. Jetzt nicht mehr, jetzt sei es bei der ADO-Station. Und es ist da. Und da bin ich auch angekommen. Also, ja, ich bin eigentlich vergeben dort reingelaufen, aber easy. Ich konnte jetzt einen kleinen Morgenspaziergang machen. Zurück bin ich danach mit dem Taxi. 20 Pesos in Franken, von dem her nicht so allzu tragisch. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein ganz spezieller Moment. Ich gehe ins nächste Land. Das erste Mal, als ich aus Mexiko rausgegangen, nach 5,5 Monaten Mexiko. Und wo es genau hingeht, das seht ihr dann. Und ich freue mich aber schon richtig. Das wird sicherlich ganz, ganz geil. Und ich bin gespannt, mal etwas anderes zu erleben. Also, bleibt dran! So, jetzt sind wir hier an der Grenze angekommen. Jetzt sind wir hier zuerst mal aus Mexiko raus. Und danach einchecken beim nächsten Land. Habe ich noch nie gemacht. Bin jetzt gespannt, dass ich da alles zeigen muss. So, ausgecheckt habe ich jetzt hier schon mal. Und ja, jetzt gehe ich hier über die Grenze. Mal schauen, ob das alles klappt. Ich habe ehrlich gesagt mich nicht so gut vorbereitet. Ich habe weder das Flugticket zum Vorweisen noch Gelbfieberimpfung. Aber es klappt schon irgendwie. So, Belize it or not, ich bin in Belize. Und I believe it's gonna be incredible. Ich habe jetzt von Chetumal, heisst das glaube ich, hasse die den Namen. In Mexiko, das ist eigentlich die Stadt gerade an der Grenze. Von dort habe ich ein Taxi gebucht, oder also in einem Van, also eine Fahrt bis nach Belize City. Das hat 300 Pesos gekostet. Nachher habe ich 530 Pesos gezahlt für das Ausreisen aus Mexiko, und für das Einreisen habe ich bis jetzt noch nichts gezahlt in Belize, also das hat nichts gekostet. Und das Ganze ist eben 3 Stunden gegangen, und ja, so bin ich jetzt hier hergekommen, also das war eigentlich ja, ganz easy gewesen. So, kommen wir zum Geschichtsunterricht. Also, in Belize wird Englisch geredet. Die Währung ist Belize Dollar, und das Staatsoberhaupt ist immer noch Queen Elizabeth. Und sie haben aber einen Premierminister da, aber auch die Queen ist auch so auf dem Geld und so, ist sie überall drauf gedruckt und so. Und die sind 1981 sind sie von Großbritannien unabhängig geworden, also noch nicht vor allzu langer Zeit. Und ja, die Bevölkerung besteht etwa aus einem Drittel aus Schwarzen und Mayas, und es hat da ganze Haufen verschiedene Völker, die da zusammenkommen. Das ist, weil früher die Spanier, glaube ich, und die Briten sind da gewesen, und die haben Sklaven da von Afrika da hergebracht, und hat es jetzt da relativ viel. Und es ist so, dass das einzig englisch sprechende Land ist da in ganz Zentralamerika. Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, was die Hauptstadt ist von Belize, dann kann ich euch das ganz einfach beantworten. Es ist Belmopan mit sagenhaften 15'000 Einwohnern, und das ganze Land hat etwa 250'000 oder etwas mehr. Also nicht wirklich, oder 350'000, ich weiß nicht auswendig. Auf jeden Fall nicht wahnsinnig viel. Und Belize City war früher die Hauptstadt gewesen, bis in die 60er Jahre, und nachher ist sie eigentlich komplett von einem Hurricane zerstört worden, und dann hat man entschieden, dass man die Hauptstadt ins Landesinnere verschiebt, was ein bisschen mehr geschützt ist, und seitdem ist Belmopan die Hauptstadt. Ich bin angekommen auf Key Calker, einer der Hauptinseln hier in Belize. Und hier im Hintergrund seht ihr, wie es aussieht. Und so sieht es mehr aus.
sieht schon mal richtig schön aus. Ich bin noch nie so an der Karibikküste gewesen, aber ich muss sagen, es gefällt mir schon mal recht gut, das, was ich bis jetzt gesehen habe, auch in Belize City. Und ja, jetzt gehe ich mal ein Hostel besuchen, mal schauen, ob ich es finde. Was dir sofort auffällt, da fahren alle mit diesen Golfwägen hier rum, die ihr im Hintergrund seht. Da hat es, glaube ich, gar keine Autos. Und ja, da noch voll oldschool mit diesen Golfwägen sind alle am Start. Taxis und so, fahren alle mit denen rum. So, ich habe jetzt also mein Hostel gefunden. Da oben wird gepfuset. Und ja, jetzt zeige ich... Ah ja, übrigens. Der Typ, der hier arbeitet, der Hostelmensch, der hat in aller Ruhe so gesagt, eben da kannst du duschen und so, da ist das Bad und so. Und übrigens, ja, am Abend solltest du nicht mehr Kajak oder schwimmen, was hat Krokodil. Für den alle sehr ruhig. Und ich so, what? Ja, also jetzt am Abend solltest du da am X Krokodil haben. Das heisst, dann gehe ich sicher nicht schwimmen. Aber unter dem Tag solltest du kein Problem sein. Die sind dann vermutlich irgendwo anders. Und dann hat es noch gratis Kajak, wo man kann brauchen. Also eine ganz coole Sache. Allgemein, das ist gerade da am Meer. Also wartet mal, vielleicht sehen wir das gerade. Ja, yeah, da sehen wir es. Ja, das ist ein bisschen blöd wegen der Storre. Aber es hast wirklich gerade einen privaten Strandzugang. Und ja, und der Michael von Genf, Genève. Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Wir gehen jetzt mal schauen, ob wir irgendeinen guten Dive-Spot finden, also respektive irgendeine Tauchschule, wo wir morgen tauchen können. Und ja, das wäre jetzt mal unser nächster Plan. Das ist noch das Hostel von aussen. Da sehen wir die Kanus, die man gratis benutzen kann. Und da hinten hat es noch so ein bisschen Hängematte und Stühle. Und da vorne ist noch so ein Doppeldecker. Wie sagt man dem? Keine Ahnung. Sehen wir jetzt in Graz. Oben dran hat es noch so Stühle und unten dran hat es also noch Hängematte. Und die Aussicht von hier ist natürlich schon Weltklasse, muss man sagen. Und da setzt dann noch so ein Hütchen, wo man auch noch reingehen kann, schwimmend oder mit dem Kajak. Michael, what do you think? Yeah, I like it. We have to try it, right? Yes, we do. With or without the crocodiles, right? Ja, Krokodile machen uns noch ein bisschen Sorgen, aber ich hoffe, die haben schon die Nacht gehabt. So, wir sind jetzt hier in der Tauchschule und draussen schiffen wie Sau. Darum sind wir jetzt hier ein bisschen eingesperrt. Und ich habe jetzt gerade noch für morgen einen Tauchgang gebucht. Zwei Tauchgänge und zwei verschiedene Reefs gehen wir morgen anschauen, da gerade in der Nähe. Und Michael, what are you gonna do tomorrow? Or after tomorrow? We're gonna do the Blue Hole. Blue Hole? But there's no picture here now. No. Oh yeah, that's gonna be me, right? Like, yeah, next to the shark. In 2 days. In 2 days. In 2 days, exactly. Das ist das ganz bekannte blaue Loch, wo man sieht, wo umgeben ist eigentlich von schön türkisem Wasser und danach ist einfach so ein Loch dort und das ist ganz bekannt zum Tauchen. Dort geht er rein. Oh, was ist los?
Aber es ist $250 und das ist etwas viel für mich. Ich habe jetzt etwas weniger als die Hälfte gezahlt. Dafür gehe ich noch schnorcheln am Tag danach und dann habe ich das etwa gesehen da mit Wassersportaktivitäten. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt bereit zu mörgeln, weil nachher geht es ab zum Tauchen. Und auf das freue ich mich schon verdammt riesig, weil in Belize tauchen, das ist auf meiner Bucketlist und heute geht der Traum in Erfüllung. Also ich bin mega gespannt, wie das wird. Das Wetter ist nicht so gut. Das hat zum einen sicherlich den Vorteil, dass es nicht so heiß wird. Vielleicht ändert es sich ja noch. Aber vielleicht ist die Sicht nicht so ganz so optimal. Mal schauen, wie es rauskommt. Gestern sind wir noch eins trinken, aber es ist so ein verdammter Sturm aufgekommen, dass ich die Kamera nicht mitgenommen habe. Und wir haben uns noch mit Yolanda getroffen, die wir von St. Cristobal ja noch kennen. Die ist nämlich auch da. Und ja, sonst ist eigentlich nicht mehr viel gegangen. Wir sind irgendwie 10 Uhr schlafen oder so. Also, jetzt bin ich völlig ausgeruht und jetzt geht es tauchen. So, ich bin jetzt hier bei der Blue Sea Diving, bei der Tauchschule. Wir haben jetzt unser Zeug alles hier zusammengepackt. Und nachher geht es los mit meinen schwedischen Kollegen hier. Karma, oder? Natürlich gerade Schweden kennengelernt am fast Tag danach, aber kommt sicher gut. Und das ist jetzt mein Zeug, das ich hier alles ready habe. Also, los geht's! It will take us like about 25 minutes to get there, more or less. And then we're gonna give you a dive briefing before we go to do our dives, alright? See you next summer. Unser erster Dive ist durch und es war der absolute Wahnsinn. Das Wasser ist so kristallklar. Wir sind abtauchend und man hat einfach von dort einfach so mega weit gesehen, obwohl es mega bewölkt war und die Sonne eigentlich nicht geschonen hat. Und das Riff, und wir sind da so einen Canyon entlang getaucht und eigentlich das meiste, was wir gesehen haben, waren Haie. Zwei verschiedene Arten von Haien. Das war einfach geil. Yes. Und einfach unglaublich, also richtig cool gewesen. Nochmal eine riesen Steigerung zu Cabo San Lucas, wo ich war, ging tauchen zum ersten Mal. Richtig einfach eine andere Welt, richtig cool gewesen. Also, ich freue mich schon auf den zweiten Dive. Wir sind jetzt hier in San Pedro, das ist die Nachbarsinsel von Key Calker. Das ist so ein bisschen ein fancy Dings, wo so die Amis sind meistens da, hat es mehr so ein grössere Hotel und so. Und in der Stadt drin ist alles so ein bisschen, wie sagt man, die Straßen sind gemacht, sind nicht aus Sand. Und jetzt gehen wir da schnell etwas futtern und danach geht es weiter und danach geht es zum zweiten Dive. Wir freuen uns schon richtig. So, unser Tauchgang ist jetzt fertig. Wir sind vorher noch etwas essen und jetzt suchen wir noch ein Dessert von einer bekannten Frau, die hier auf dieser Straße immer so ein bisschen hin und her fährt und so ein bisschen Süßigkeiten verkauft, also Brownies und so Zeugs. Die suchen wir jetzt und ja, ich hoffe, wir sind da erfolgreich. How was the dive today? It was great. It was very good, yeah. Why? Wow, so a lot of sharks. Oh, sharks. So, wir haben die bekannte Frau jetzt also gefunden. Es hat hier noch einen leckeren Kuchen gegeben, Schoggi mit Kokosnuss. Fantastisch.
ziehen wir uns jetzt rein. So, der Tag ist jetzt also vorbei. Ich bin jetzt da noch ein bisschen Video schneiden. Wir sind jetzt hier verrissen, hier im Hostel. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, das wäre es von diesem Video. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, weil ich habe eine Überraschung für euch. Also unbedingt einschalten. Also, bis dann. Ciao, ciao.